haben wunderbare und bildschöne Wälder in Bayern. 5 Milliarden Bäume sind hier zu Hause. Seit 50 Jahren finden in Ostbayern die Waldjugendspiele statt. 16 Spielorte, ca. 800 Schulklassen mit rund 17.000 Schülern. Jahr für Jahr. Seit 2019, zum 50-jährigen Jubiläum, wurde bei den diesjährigen Waldjugendspielen das 600.000. Kind willkommen geheißen. Das sind tolle Zahlen, das sind herrliche Wälder. Das Motto der Waldjugendspiele ist Wir gehören zusammen und es bedeutet, dass die Klassengemeinschaft zusammengehört. Sie können hier zusammen lernen, zusammen Punkte sammeln und wenn sie begeistert sind und sich gegenseitig motivieren, dann sind sie einfach stärker. Wir gehören zusammen. Und das Zweite, was zusammengehört, ist der Mensch und die Natur, die Kinder und die Natur, die hier mit allen Sinnen wahrnehmen können. Wir als Menschen leben von der Natur und deswegen müssen wir achtsam und schonend mit ihr umgehen. All das vermitteln die Waldjugendspiele. Die Generationen heute, die Jugendlichen, die Kinder, wachsen sehr, sehr intensiv mit Digitalisierung und auch mit dem Smartphone auf. Und man möchte fast meinen, manchmal fehlt ein Stück weit das Bewusstsein für Natur, für Landwirtschaft, für die Forstwirtschaft. Und deswegen ist es uns ganz wichtig, dass wir mit den Waldjugendspielen eine Möglichkeit schaffen, unsere Jugend auch in den Wald hineinzubekommen, auf eine moderne Art, ihnen auch zu zeigen, was alles im Wald passiert. Aber man sollte sich nicht nur über das Smartphone oder über das Internet informieren, sondern direkt im Wald ein Walderlebnis eben auch haben und spüren. Ich glaube, dann kann man sich am besten identifizieren, welche Bedeutung, welchen Lebensraum, welche Chance und welchen Beitrag der Wald auch für den Klimaschutz hat. Meiner! Hier gemeine! Ich weiß jetzt, welche Baumarten es gibt, also mehr davon. Und dass in einer Pfütze auch Tiere leben können. Es ist schön, dass man dann so viel entdecken kann. Und mir gefällt es auch. Klimawandel ist eigentlich nicht gut für die Umwelt. Und der Wald wird auch immer mehr abgeholzt und so. Und der Wald bringt eigentlich sehr viel Sauerstoff. Und das ist eigentlich gut für die Menschen. Und der Wald, der tut was Gutes, aber die Menschen machen ihn halt auch viel kaputt. Ich habe gelernt, dass man halt die kleinen Bäume schützen muss, weil sonst die Rehe die Rinde abfressen. Also mir gefällt am Wald, damit er bunt ist, damit es gut riecht, damit man im Wald auch mal gesund werden kann und damit der Wald halt immer nett zu den Menschen ist und frisch ist halt. Bei der Station Dachstuhl ist vor allem Teamarbeit, technisches Verständnis und auch Geschicklichkeit gefragt. Hier wird den Kindern vermittelt, dass der Wald auch eine Nutzfunktion hat. Dachstühle kommen aus Bäumen. An der Station Motorsäge sehen die Kinder, dass man im Wald mit Schutzausrüstung arbeitet, mit Helm, mit Schnittschutzhosen und dass die Arbeit laut ist. Und ein bisschen sehen sie auch, dass es gefährlich ist. Wir wollen den Kindern zeigen, dass der Wald auch genutzt wird. Sie bekommen an dieser Station eine Tafel geschenkt mit den Initialen WJS, Waldjugendspiele, und einen kleinen Baum. An der Station Zauberbaum steigen die Kinder mit Stille und Achtsamkeit in das Meditative des Waldes ein. Sie nehmen ein Band des Lebens auf, um sich symbolisch mit der Natur zu verbinden. Und dann lehren wir sie das Netz des Lebens, dass eine Buche da sein muss, dass ein Specht die Höhle schlagen kann, dass eine Höhle da sein muss, dass eine Hohltaube drin brüten kann. Im Wald hängt alles mit allem zusammen, das Netz des Lebens.
Die Waldjugendspiele für mich bedeuten, dass ich mit den Kindern den Wald erlebe und dass ich versuche, die spannenden Geschichten, die der Wald uns zu erzählen hat, auch den Kindern nahezubringen. Der Wald ist der absolut perfekte Lernort fürs Leben. Die Waldjugendspiele für mich persönlich sind immer wieder was Interessantes, wenn man vom Alltag als Standardaufgaben des Försters rauskommt, wenn man dann ein Glas vor sich hat, die schon ganz gespannt wartet, was erwartet uns jetzt da? Was gibt es da im Wald zum Entdecken? Das gibt einfach einen was zurück. Das ist einfach nur, wie soll ich sagen, einfach nur schön. Waldjugendspiele sind für mich als Pädagogin und Grundschullehrerin eigentlich mit die wichtigsten Akzente, um Kinder zu erreichen, um Kinder dem Wald näher zu bringen. Ich glaube, das ganz Wichtige, was der Wald uns zeigt, ist nicht nur, dass er eine Erholungsfunktion hat, dass er unser Landschaftsbild prägt, sondern dass er uns auch sehen lernt. Er ist Lehrer, er ist Doktor, er ist aber ganz oft auch Berater und Freund. Ja! Wir können zusammen! Ja, super war der, klasse! Mir gefällt der Wald, weil es die Natur ist und es hat so einen Geruch, das mir immer gute Laune macht. Wir wohnen ja direkt neben dem Wald. Ich war auch im Waldkindergarten. Es ist irgendwie leiser für mich wie in der Stadt, weil mein Papa wohnt ja in der Stadt. Also ja, es ist für mich ein sehr großer Unterschied. Ich wünsche mir für die Kinder, dass sie auch zu Hause noch spüren, wie wohl, dass sie sich heute im Wald gefühlt haben und vielleicht das ein oder andere Mal auch mit ihren Eltern in den Wald gehen. Wald ist wichtig, weil die Kinder nicht mehr viel aus dem Haus kommen und deswegen bei den Waldjugendspielen sehr viel lernen und der Teamgeist gestärkt wird. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass der Zweck, der damals eigentlich die Idee, die damit verbunden war, die Waldjugendspiele zu gründen, heute genauso an Attraktivität und an Aktualität gar nicht nachgelassen hat. Meine Idee und mein Einfall wurden dadurch gestärkt, dass ich in den Klassen war und erlebt habe, dass man Biologieunterricht an der Tafel nicht lernen kann, sondern dass man draußen den Wald erleben muss. Und deswegen habe ich damit überhaupt begonnen. Ich bin stolz darauf, dass unter dem großen Schirm Waldjugendspiele sich inzwischen sehr differenzierte Spiele ergeben haben. Etwa 60-70% der Spielorte haben noch diesen Wettbewerb, den Wettbewerbscharakter à la Wangerow, im Prinzip mit integriert. Bei anderen Spielorten wie im Landkreis Dingolfing-Landau oder in Pfarrkirchen ist die Robin-Hood-Variante inzwischen etabliert. Was macht denn ihr da? Habe ich mir gedacht, ich kann reiche Adlige und Kaufleute überfallen. Vorbereitungen fangen im Januar an, ziehen sich ungefähr bis Ende Mai. Sehr aufwendig, bis alles klappt, bis wir alle Schulen angeschrieben haben, das ganze Material, die ganzen Leute eigentlich beieinander haben, die uns dazu alle noch helfen. Und wenn man dann sieht, was man eigentlich für die Kinder gemacht hat, mit dem Strahlen in den Augen, ist es schön, das zu sehen, dass die Kinder da einfach eine Freude haben, raus aus dem Klassenzimmer, rein in den Wald und einfach das erleben dürfen mit uns. Einfach schön. Der große Abschluss der jährlichen Waldjugendspiele. Die Siegerehrungen in den jeweiligen Städten und Gemeinden. Ein großer Tag für die Kinder und die Schulen. Sie sind es, die im Rampenlicht stehen und mit ihnen die Wälder in Bayern. Für mich persönlich ist Wald ein Ort der Ruhe, ein Ort der Erholung. Ich fühle mich da einfach wohl. Ich kann mir da die Seele baumeln lassen, kann einfach einmal ohne an irgendwas zum Denken einen Weg entlang gehen. Der Wald war für mich als Kind immer das Signal, jetzt ist Wochenende.
weil jeden Freitag und Samstagnachmittag bisweilen auch Sonntag ist meine Familie mit uns in den Wald gegangen. Mein Vater hat uns die Baumarten, die Tierarten, aber auch besondere Spuren, historische Spuren im Wald näher gebracht. Der Wald ist viel mehr als die Summe von Holzproduzenten, sondern es ist eine gesamte Lebensgemeinschaft und es ist unglaublich spannend. Und ich entdecke, also auch wenn ich jetzt Mitte 50 bin, ich entdecke jeden Tag was Neues. Im Wald spielen alle Sinne mit, einfach mal zuhören, so, was der Wald so hergibt. Wie zum Beispiel ein Specht. Kein Ort ist besser geeignet, um sich selber als Natur wahrzunehmen als der Wald. Ja, es ist einfach der Wald. Natur, pur, Erholung, Abgeschiedenheit, die Ruhe. Einfach schön. Also meine Heimat ist ja das Berchtesgadener Land und wir haben ja auch einen Nationalpark. Und ich wohne unmittelbar am Waldrand. Und wenn man da aufwachsen darf, so eine Heimat hat, dann verbindet man natürlich jeden Tag ein Stück weit. Allein der Blick von meinem Haus aus auf die Bergwelt. Und als Kind ist es ja klar, man zieht los, ist, bewegt sich im Wald den ganzen Tag. Und wir, was wir alles unternommen haben und gesucht haben an Tieren, wir haben Kaulquappen beobachtet, Frösche gesucht. Und ich glaube, das ist das, was einem hängen bleibt, diese wunderbare Kindheit. Und das sollte man einfach auch in der schönsten Erinnerung bewahren. Hey now. Take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Blue sky. Troubles.